Wie wird mir denn? Fräulein Gold, hören Sie mich. Sie haben eine Überdosis Sodium-Amytal injiziert bekommen. Sie müssen jetzt bei mir bleiben. Hören Sie? Bleiben Sie bei mir. Nein. Was? Warum nicht? Weil... Gold! Weil ich Rufus liebe. Nein! Stopp! Gold! Gold, das wollte ich nicht! Diesen nichtnutzigen Tischmülleimer aus den Augen! Werft ihn von Bord! Sofort! Was hab ich getan? Gold! Was hab ich getan? Hinsichtlich Golds Tods und dem Verlust der Codes seien hier die Bonmots aufs Minimum beschränkt. Die Lage war trostlos, der Kloß in der Brust groß, wie der Koloss von Schrotters. Logisch, wenn man bedenkt, dass Rufus ins Wohnlose fiel und ihm sein Leben wie ein Spiel für immer am Auge vorbeilief, ein grauer Trauermarsch. Und da wurde ihm klar, dass dies das Ende war. Schloss aus, Game Over und alles im Arsch. Hossa und alles im Arsch. Aua. Was? Die Hölle. War ja klar. Und damit Shalom und herzlich willkommen zurück zu Goodbye Eponia. Wow. Wow. Ich habe jetzt wirklich gedacht, das wäre das Ende. Kreis durchbrechen und das Ganze beenden. Okay. Oh Gott, ich hasse diesen Ort. Hier, wo alles anfing. Soll hier etwa alles zu Ende sein? Nur, dass hier diesmal keiner sitzt. Ich habe auch nichts im Inventar. Aber... Okay. Na, mach rein in die Aussparung. Oh, naja, wer weiß, vielleicht ist es ja gar nicht das Ende. What? Tja. Da passiert wohl nichts. Gucken wir mal. Okay. Vielleicht. Man sagt ja, alle guten Dinge sind drei, also... Oder auch nicht. Aber Rufus kommt auch immer wieder zurück, also... Vielleicht können wir den Knopf von einer anderen Seite ausdrücken. Nö. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts, weil das hat nämlich nichts gebracht. Okay. Vielleicht da hinten. Was? Es ist ja... What? Eine merkwürdige Bodenplatte. Hä?
einfach mal das Aussparungsdingsbums-Plättchen-Relais irgendwas auch mal drauf. Geht das? Ah, okay, es geht. Ein Stromkehrer. Ah, ich weiß, Rufus. Vielleicht kann man den Stromkehrer hier einbauen, dass das Ding nicht runterplatscht, sondern irgendwie, keine Ahnung, aufgeht. Nein, ich hab mich nicht erschreckt. Zum Fließband? Na prima, Rufus ist tot und in der Hölle gelandet. Alles, was ihm jetzt noch bleibt, ist mit Hilfe der Sicherung die Reihenfolge der Demontagestation zu verändern, sodass er an einem Stück am Ende des Fließbandes ankommt. Aber was das jetzt noch bringen soll? Tipp gefällig? Der Laser kann Rufus nicht nur zersägen, sondern auch wieder zusammenschweißen, wenn er eine feste Konsistenz hat. Okay. Vielleicht muss der Laser ja... Ich habe keine Ahnung. Ah, okay, so kann man die tauschen. Symbol, Feuersymbol, das wird die Kettensäge sein. Das ist der Laser und das ist die Sicherung. Ich hoffe, was für Hütchenspiel. Ich habe keine Ahnung, ich probiere es einfach mal. So, dann drücken wir mal aufs Knöpfchen. Und dann rein ins kühle Nass. Ich war nicht. What? Das war ja einfach. Das war ja einfach. Ach komm, Dedelik, das hättest du echt besser hingekriegt. Oh. Hehe, dämlicher Demontageroboter. Ist ja selber schuld. Ja, hier, nehmen wir mit. Einen Schrottballschläger habe ich schon mal. Als nächstes werde ich mir dazu die passenden Antworten holen. Okay. Das Licht am Ende des Tunnels. Und das ist dann wohl dieses berühmte Licht am Ende des Tunnels. Ja, wie ich gerade sagte. Was passiert jetzt? Von wegen Licht am Ende des Tunnels. Das ist nur ein beleuchteter Knopf. Oh. Hä? What? Das ist ja gar nicht die Hölle. Das ist so eine Art Fabrik. Und eine verdammt schäbige obendrein. Heißt das etwa, ich bin gar nicht tot? Kann mir mal irgendjemand erklären, was hier vor sich geht? Tut mir leid, Rufus, ich bin raus. Antworten holen, Situation neu bewerten. Okay. Wir haben hier einen Trichter. Was weiter? Bah, wurscht. Gut. Eiweiß, Wasser, Fett, Kohlenhydrate, Mineralstoffe.
für eine Fabrik? Bah, wurscht. Okay, man merkt, dass Rufus ein kleines bisschen, ich sag mal, geladen ist. Verständlicherweise. Was zum Teufel ist das hier für... Hey, du! Halt doch mal stehen! Ich verlange Antworten! So ein Mist! Okay. Ich, guck mich mal um, was haben wir hier? Plörrofitz. Pommesbeutel. Ja, das denke ich mir auch manchmal. Bah, wurscht. Nein, Jutsalz. Ein Hindernis nach dem anderen. Ja, es ist schlimm, ich weiß, ja. Ohne ist bald mal Feierabend? Da geht's nicht. Irgendwo so ein... Was zur Hölle ist das für ein abstruser Ort? Das Wasser sieht ja ganz anders aus als meins zu Hause. Es sprudelt. Und grün ist es auch nicht. Was mit... Okay. Das Wasser sieht ja ganz anders aus als meins zu Hause. Es sprudelt. Und grün ist es auch nicht. Ja, das hatten wir ja gerade schon. Was ist das hier? Ein Flakon. Dieser Flakon ist leer. Nutzlos. Ein angemessener Konverter meiner Hoffnungslosigkeit. Was soll ich damit? Reines Leergut. Wahre Worte. Eine Öl. Es gibt effektivere Methoden, um etwas kurz und klein zu kriegen. Das ist ziemlich witzlos, wenn sie leer ist. Ich hätte sehr gerne mitgenommen. Haben wir hier eine Tür? Ach, das gibt's doch nicht. Dieses Mistviech hat die Tür von außen verriegelt. Ach, das wird ihm letztlich auch nichts nützen. Wäre auch sonst zu einfach. Oh. Nicht, dass ich mich mit Oliven wirklich auskennen würde. Aber dass die hier noch nicht reif sind, ist doch offensichtlich. Die sind ja noch ganz grün. Ich bin zwar jetzt auch kein Experte, was Oliven angeht, aber ich nehme sie mit. Was haben wir noch? Bohnensack? Auf dem Sack steht Sojabohnen. Aber drin sind nur so weiße Kügelchen. Vermutlich eine Kakerlakenkolonie. Ja. Nehmen wir mit. Ah, eine Ölflasche. Bin ja normalerweise nicht zimperlich, was Altöl betrifft. Aber das hier ist schon ganz grün und stinkt nach Oliven. Ah, das kann nicht mehr gut sein. Ich glaube, das ist Olivenöl. Nehmen wir trotzdem mit. Ach, warte mal, wir haben noch jetzt hier noch Oliven. Nicht, dass ich mich mit Oliven... Aber das, die sind ja noch... Vielleicht können wir die... Ja, in der Ölmühle... Öl... Cooles Geräusch. Wow, noch mehr Olivenöl. Yay. Was jetzt? Was können wir mitnehmen? Schön, was haben wir hier? Ne, von da kommen wir. Zum Domizil. Vielleicht können wir mit der Ölflasche die Tür irgendwie ölen, dass sie aufkriegt. Damit würde ich die Tür bestimmt auch irgendwie aufkriegen. Aber es wäre zu leicht. Es wäre einfach nicht brutal genug. Du willst es brutal, dann nimm einen Schraubbeischläger. Keine Tür dieser Welt vermag es, einen Rufus auf Dauer aufzuhalten. Gut, dann gehen wir wieder raus. So, jetzt sind wir da oben. Das sieht ja auch hier alles echt abstrus aus. Hat jemand hier? Okay, jetzt können wir da oben lang. Vielleicht können wir dann hier runter zum Imbisswagen. Hey! Oder auch nicht. Hallo! Was soll das Versteckspiel? Oh, ich habe Besuch. Wie schön. Nicht ist hier schön. Na doch.
du lebst wieder. Ist doch fantastisch. Ach, das schon gar nicht. Ich sollte eigentlich tot sein. Jetzt beruhige dich doch erstmal. Möchtest du vielleicht einen Pfefferminztee? Der entspannt und macht einen frischen Atem. Es gibt nichts Besseres, wenn man gerade erst wieder auferstanden ist. Ich hab keinen Bock auf Pfefferminze. Ich will antworten. Natürlich die beste Frage ist... Wo bin ich hier? Willkommen in meinem bescheidenen Zuhause. Du wohnst hier? Hübsch, nicht wahr? Früher einmal war das hier die Anlage, in der der Organon erschaffen wurde. Es handelt sich um eine Klonfabrik. Sieht aber eher wie eine Müllverwertungsanlage aus. Ist es auch. Man benötigt viel organisches Material, um Menschen zu klonen. Willst du damit sagen, dass der finstere Fiskus eigentlich Biomüll ist? An deiner Stelle wäre ich nicht so überheblich, Prototyp R. Was für ein Typ? Was, Prototyp? Selber Prototyp. Ich wollte dich nicht beleidigen, Rufus. Du kennst meinen Namen? Natürlich kenne ich den. Ich habe ihn dir ja selbst gegeben. Was soll das denn jetzt? Zugegeben, nicht mein kreativster Name. Du stammst aus einer Reihe von Prototypen, die der Massenproduktion des Organon vorangingen. Nur drei überlebten. Prototyp A, Prototyp C und du. Prototyp R. A und C? Argus und Kletus. Und R wie Rufus. Genau. Rufus steht für rothaarig. Ich dachte, ich könnte euch anhand der Haarfarbe unterscheiden. Aber ich habe es nie hinbekommen, dass die Haarfarbe die Pubertät überdauert. Leider war das nicht die einzige Macke. Alle Prototypen hatten Probleme, bevor ich die richtige Mischung fand. Die Klone waren als entbehrliche Arbeitskräfte konzipiert. Ich nahm euch den Respekt vor dem Leben. Leider führte es dazu, dass viele von euch auch keine Angst vor dem Tod hatten. Es gab diverse Unfälle. Okay. Verzeihung. Wer bist du? Mein Name ist Hermes. Ich habe früher diese Klonanlage geleitet. Da musst du ja uralt sein. Technisch gesehen bin ich erst seit 2 Tagen am Leben. Ja. Ich klone mich regelmäßig neu. Das hält jung. Aber meine Gene sind alt. Die Abstände werden immer kürzer. Okay. Warum stirbst du nicht einfach? Warum sollte ich? Mir geht es super. So siehst du gar nicht aus. Mein Gott, akzeptier's doch. Deine Zeit ist abgelaufen. Im Gegenteil, ich bin topfit. Oh, könntest du kurz, was? Ja? Danke. Wo war ich noch stehen geblieben? Du bist topfit. Ach ja, genau. Wie ein Turnschuh. Ein alter, vergammelter Turnschuh. Wahrscheinlich ein Chuck. Warum lässt du mich nicht sterben? Genau genommen warst du tot. Ich habe deine Überreste geklont. Ja, aber warum? Ich hätte es verdient, tot zu sein. Sei nicht so hart zu dir. An so einem schönen Tag sollte niemand tot sein. Das ist kein schöner Tag. Ich habe alles vermasselt. Oh, kann es sein, dass da jemand einen kleinen Schuldkomplex hat? Egal, was du getan hast. Komm darüber hinweg. Das Leben geht weiter. Das nennst du Leben? Das ist kein Leben. Das ist maximal ein billiger Abklatsch vom Leben. Ein Plagiat. Eine künstlich erzeugte, schlechte Imitation. Oh, hier ist nichts künstlich. All meine Klone sind aus komplett biologischem Anbau. Sagtest du nicht, dass du die Zutaten im Müll gefunden hast? Biomüll. Alles ganz natürlich. Oh, bis auf die Nukleinsäure. Die wird aus radioaktivem Schlamm synthetisiert. Okay. Das ist nicht wahr. Doch, das ist es. Aber es kann nicht sein. What? Ich bin nicht wie die Organons. Das habe ich auch nicht behauptet. Es stimmt zwar, dass ihr fast identische Gene habt, dieselbe Respektlosigkeit vor dem Leben, aber eine Sache ist dir zu eigen, die ihnen fehlt. Sex Appeal. Hoffnung. Und Sex Appeal. Ja, und Sex Appeal, nicht wahr? Ich bin nicht wie Kletus oder Argus. Natürlich nicht. Kletus hatte eigentlich mal grüne Haare und Argus blaue. Ja, ich hatte jetzt nicht an die Äußerlichkeiten gedacht. Die beiden sind hinterhältig und falsch. Das bin ich nur, wenn niemand zuguckt. Die beiden sind arrogant und selbstgefällig. Ich hingegen bin super. Die beiden sind ja meine Arschlöcher und ich bin ein
Wow, komm mal runter, Alter. Ihr seid nicht identisch. Weil du viel mehr bist als nur die Summe deiner Gene. Hm? Jede Erfahrung, jede Erinnerung addiert sich zu der Persönlichkeit, die du heute bist. Du meinst, wir waren mal komplett gleich? Aber ich hab dazugelernt? Exakt, Dukowski. Naja, zumindest so ähnlich. Das Gen zum Dazulernen wurde bei dir falsch exprimiert, aber der Rest stimmt. Ja, Rufus und Dazulernen, das sind natürlich zwei unterschiedliche Schuhe. Wenn ich ein Klon wäre, müsste ich dann nicht wieder ganz jung sein? Eine gute Frage. Siehst du diese Behälter da drüben? In diesen Reifungskammern kann ich den natürlichen Alterungsprozess simulieren. Du kannst deine Klone also bis zu einem beliebigen Alter reifen lassen. Genau. Warum hast du dich dann so alt gemacht? Sei nicht so unhöflich. Okay. Gute Frage. Wenn ich ein Klon bin, ja? Warum habe ich dann immer noch denselben Mantel an? Ernsthaft? Ach, schon wieder die Klamottenfrage. Verdammt nochmal, ich erschaffe Leben. Man sollte denken, dass das im Zentrum der Verwunderlichkeiten steht. Aber nein, immer fragen alle nach den Klamotten. Entschuldigung, nicht auf wichtig. Wenn ich ein Klon bin, warum kann ich mich dann an alles erinnern? Ah, du passt ja auf. Na, natürlich passe ich auf. Das war in deinem Design eigentlich nicht vorgesehen. Aber na gut, die Technik dahinter ist eigentlich ganz einfach. Mit einem Ganzkörperscanner wie diesem hier kann ich ein komplettes Speicherabbild deines neuronalen Netzes anfertigen. Beim Reifungsprozess werden in diesen Klonkammern dort mit Hilfe von winzig kleinen Messern die sich neu bildenden Nervenbahnen in die richtige Position getrimmt. Man kann sich das so ähnlich vorstellen wie beim Beschneiden eines Bonsai-Bäumchens. Mit dem Unterschied natürlich, dass das Gehirn viel komplexer ist und die Schnitte innerhalb von Nanosekunden... Entschuldige, was war das nach nicht vorgesehen? Nicht so wichtig. Okay. Das Leben geht eben nicht weiter. Es war alles umsonst. Hippodia ist verloren, genau wie Goal. Und es ist alles meine Schuld. Warum soll ich dieses scheiß Leben eigentlich noch weitermachen? Weil es noch Hoffnung gibt. Das Leben geht weiter. Das Leben geht weiter? Wie stellst du dir das vor? Willst du mit dem Apparillo da etwa ganz Deponia klonen? Ich zeig dir jetzt mal, was ich von diesem bescheuerten Ding halte. Nein, Rufus, tu es nicht. Na dann halt mich doch auf. Kommt jetzt die Stelle, wo wir... Tu es nicht! Cool. Also in gewisser Art und Weise. Aua! Das bringt nicht viel. Lass das! Aber die Konsole noch schlagen? Nimm das! Nicht doch die Maschine! Gut, dann nehmen wir den nächsten Stahlträger. Stopp! Alles kaputt schlagen! Kaputt schlagen! Nein! Da! Jetzt bist du dran. Was hast du getan? Du hast alles kaputt gemacht. Jetzt war alles umsonst. Na endlich, er hat's verstanden. Du hattest mit allem recht, außer mit einer Sache. Das alles ist meine Schuld. Ich war es, der damals geglaubt hatte, Deponia sei nicht länger bewohnbar. Und ich habe den Evakuierungsplan entworfen. Ich habe Elysium erdacht und den Organon erschaffen. Als es dann soweit war, kamen mir Zweifel. Ich blieb auf Deponia zurück, um nach einer besseren Lösung zu suchen. Ich hatte alle Zeit der Welt und habe trotzdem versagt. Meine Zeit ist abgelaufen. Ich kann nicht wieder gut machen, was ich getan habe. Ich dachte, ich hätte es verdient, mit der Schuld zu leben. Aber selbst das war noch zu optimistisch. Denn wo Leben ist, ist auch Hoffnung. Ich habe nur verdient, mit der Schuld zu sterben. Nur renn doch nicht weg. Heul doch! Was? Goal? Oh. Ja, das... Goal? Okay. Wenn man mit Goal vorhatte, setzt ihn gleich. Oh.
Sie ist immer noch tot. Was hatte ich auch erwartet? Aber irgendwas hatte Hermes doch mit ihr vor. Er wollte sie doch nicht etwa. Ich sollte dringend mal mit ihm reden. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Es gibt Hoffnung. Warte, du es nicht! Es ist zu spät, Rufus. Du hattest recht. Es gibt keine Hoffnung mehr. Nein! So ein Scheißdreck. Was mache ich denn jetzt? Flutschen weg. Nein, kein Hinweis. Erst wenn alles vorbei ist. Oha. Was haben wir denn da Schönes? Haben wir noch? Da ist jetzt eine Stechkarte. Man meint es aber jemand ernst mit den Überstunden. Der Arbeitsantritt liegt so weit zurück, dass die Löcher schon wieder zugewachsen sind. Interessant. Können wir die Stechkarte nie in die Stechkarte stecken? Was denn? Immer noch kein Feierabend? Das muss wohl daran liegen, dass die Löcher vom Arbeitsantritt schon wieder zugewachsen sind. Wie kriegen wir denn jetzt, Eiweiß, Kohlenhydrat und Mineralstoffe. Eine mysteriöse sechste Anzeige. Wenn ich diese Anzeigen hier richtig deute, geben sie Auskunft über den Füllstand der Maschine. Dieses Symbol steht wohl für Kohlenhydrate. Das heißt also, es sind genug Kohlenhydrate für einen Klon im Tank. Dieses Symbol steht wohl für Mineralstoffe. Das heißt also, es sind genug Mineralstoffe für einen Klon im Tank. Okay. Aber ein Klon, das reicht uns noch nicht. So, dann mal Wasser. Bohnen. Eiweiß und Kohlenhydrate. Öl ist Fett. Können wir das hier in den Trichter reinfüllen? Nee. Na, ob das wirklich noch gut ist? Eine Kochmütze. Ah. Ich wusste doch, dass mit der Plörre was nicht stimmt. Außer der Wasseranzeige ist auch die für Mineralstoffe gestiegen. Bah, wurscht. Auf diese Weise habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Tja, Rufus, das kennst du nicht. Wie heißt es doch so schön? In der Not frisst der Teufel Kakerlakeneier. Na, was habe ich gesagt? Die Eiweißanzeige ist gestiegen. Und die für Kohlenhydrate gleich mit? Am Ende waren das tatsächlich Kakerlakeneier. Ich weiß ja nicht recht. Ha, Schwamm drüber. Ein bisschen Öl. Das Öl scheint noch als Fett durchzugehen. Glück gehabt. Naja, Öl ist... Ja, gut, das ist ein anderes Thema. Können wir das Olivenöl hier auch einfach? Ein bisschen Öl sollte ich mir aufsparen. Es ist eh nicht genug Fett, um Goal wieder zu beleben. Nicht, dass ihr der erzählt, dass ich das gesagt habe. Okay. Falls es euch aufgefallen sein sollte, Musik ist, hat sich geändert und ist hoffnungsvoll geworden. Ja, hoffnungsvoll. Hoffnung! Die Frage ist nur, gibt es Hoffnung? Wird es je wieder Hoffnung geben? Mit Goal, Tod und Rufus ganz allein. In Schande zurückgeblieben. Gibt es Hoffnung? Gibt es sie wirklich? Ist da immer noch ein Licht am Ende des Tunnels? Der uns nicht das Ende des Tunnels zeigt, sondern ein Anfang, ein Ausgang aus diesem tristen, trostlosen Schwarz, aus der Leere. Nächste Folge.